Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, Mitarbeiter Max, nicht Blödsinn, nämlich der Lars ist dabei. Ja, hallo. Und der Kai. Hallo, noch gut abgefangen. Max, Licht. Ach Gott. Ich denke, ich weiß aber nicht, wieso ich da jetzt Max gesagt habe. Keine Ahnung. Ja, weil der in der letzten Aufnahmesession wieder dabei war. Ja, aber jetzt haben wir den vierten Bart hintereinander und hab's immer richtig gesagt und jetzt sage ich es aber mal falsch. Keine Was Ahnung. Was ist denn los mit dir? Ja, müde. Ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen. 2 Stunden waren's. Leider. Ja. Nur, weil ich nicht schlafen hab können. Oh. Ja, wenn der Bär dein Kopfpolster klaut. Was? Kopfkissen? Ja. Ne, ich habe 2 normalerweise. Oh. Ich brauch viel. Und da ja bei uns Verwandte geschlafen haben und ich zuerst noch weg war. Haben sie dir die ganzen Kopfkissen geklaut? Haben sie halt noch einen gebraucht irgendwo. Und ja, bei mir sind halt ja 2. Da reicht ja eh. Und dann das Schlimme ist, ich habe einen relativ neuen oder neueren und einen eher älteren, weißt du, der ist schon wenig vom Volumen her, weißt du, die Federn drücken sich nach einer Zeit und so weiter. Und genau den neuen nehmen sie sich weg. Ja. Und ja, ich habe nur mehr den scheiß kleinen. Und ich denke mal, wo ich heimkomme, oh mein Gott. Das Problem ist, im Wohnzimmer hat wer geschlafen. Ja. Habe ich mir dort keine Decke holen können, dass ich hier oder einen anderen Polster, dass ich ihn drunter lege. Passt. In mein Zimmer habe ich nochmals im Kasten einen gehabt, das war aber mal. Halt, der dürfte auch schon immer da drinnen sein. Da habe ich gedacht, scheiße, okay, ja, was magst du? Ja, leg sie schlafen, geht ja nicht anders. Ich habe den so zusammengeknüllt, dass ich irgendwie auf meine Höhe gekommen bin, aber das hat nichts gebracht. Ich habe 2 Stunden geschlafen, ich bin den ganzen Tag, der ganze Körper mit alles weh dann in der Früh. Wenn das nicht geht, das ist das Schlimmste, wenn du das gewohnt bist, dass du 2 Polster hast. Ja. Oder sonst was, das ist. Ah. Hä? Warum kann ich jetzt nicht abkippen? Der Trigger ist ziemlich blöd da oben. Ja, der ist komplett. Jetzt hatte ich ihn ganz gut. Scheiße. Schiebst du eh rückwärts gleich ran, immer von ja, vorne? Natürlich. Weil dann geht's am leichtesten. Am besten ist circa zu der einen, zu der mittleren Säule fahren. Dort ist der Trigger am besten. Ja, ich stehe immer sozusagen bei der ersten Hälfte ziemlich weit vorne. Oder halt mittig. So. Aber wir können ganz genau sagen, wie viel Geld wir da einnehmen. Fällt mir gerade ein. Über Einnahmen oder nicht? Über die Finanz... Ah, wieso ist die Finanzseite hier auf der Nummer 1? Einnahmen ernten, nein, du musst einfach Info drücken. 2760. Bei 2756. Ne, 60 jetzt, oder? 60, ja. Oh. Halt 1380 bringt einer. Nicht einmal so schlecht, finde ich jetzt. Oh, geht. Für einfach nur dumme Stroh fahren, ist das ganz in Ordnung. Ja, du könntest eh nichts anderes sinnvoll machen jetzt noch, ja. Wenn wir es auch, wenn wir es häckseln würden. Ja, okay, du könntest schon 10 anfangen, aber dann müsst wieder der Lars Vorgewelle machen und. Ja. Ist auch blöd. Und da hängst ihm du auch voll am Arsch, weil beim Sehen bist du schneller als er normalerweise. Um 1-2 km/h. Okay. Circa. Doppelte Arbeit? Ach nee, das geht ja nicht mit dir. Dem Fendt würde es nicht gehen, aber mit dem Steuer, wenn er den hätte, dann müsste er ja die große nehmen. Dann könnte die Größe nehmen. Ja, das ohne Probleme überholen. Da kannst du voll vergessen dann. Ich glaube, wenn wir noch pflügen würden. Jetzt diesen Durchgang. Ja. Aber im nächsten Durchgang werden wir wieder was machen. Ich weiß aber noch nicht. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, das Feld hier gepflügt. Ne, wir haben das letzte Mal war das Feld. So, ja, 16er. So eine, genau. Nur das 16er? Nur das eine? Ja. Ja. Und davor waren dann das und das daneben, die, oder? Die 2. Weil da habt ihr, das weiß ich noch, da habt ihr ja zu zweit gepflügt. Ja. Ne, wir haben hier nur, ich glaube, hier nur das ganz Große gemacht. Ja, oder nur das ganz Große, okay. Dann sollten wir vielleicht beim nächsten Mal nachher, beim nächsten Durchgang, das daneben nochmal machen. Das eine noch einmal, ja. Und ja. Dann das andere, oder die 2 gleich zusammen, dass wir die 2 gleich pflügen. Ja, wenn man zu zweit ist, dann geht das eigentlich ziemlich gut, aber alleine. Ja auch alleine halt. Ja, ist nicht auch so schlimm. Zu zweit haben wir dich ganz gut gestresst. Im Endeffekt, man muss anfangen gleich mit dem Feld noch ins Dreschen, was wir pflügen.
Ja. Und dann geht's eh, weil dann hat der eine, der dabei nimmt sich dabei den Steier, tut pflügen, der andere kann, weiß nicht, noch schon Stroh wegfahren oder was halt, was ist, was kommt dort auf das Feld jetzt nachher drauf? Gerste. Wir haben doch sowieso gesagt, na, Gerste, pflügen. Ja, so ungefähr. Ja, wir haben gesagt, irgendwann. Weil das ist jetzt nicht mehr so tragisch. Wir tun jetzt nicht immer pflügen. Ich würde auch sagen, damit es mit den Leuten auch passt und sowas. Ja, und ich tue, gerade wenn wir sagen, keine Ahnung, wenn du mit dem Steier eh voll in die Tiefe reingehen kannst mit dem Gruber, dann bist du eh auf 35 cm oder sowas drinnen. Oder 40 fast. Der Flug ist halt schön, dann drehst du wirklich den Boden einmal. Das stimmt schon. Aber hast du das nicht beim Flügelschar auch? Nein, du kriegst es nicht gedreht. Du hast es nur durchmischt. Auch ausreichend. Ja, aber wenn du ganz nach echt gehen würdest, nicht, aber. Da sind sie sich alle noch nicht so einig. Da gibt's ja, ich weiß nicht. Der Fossiliendruck und all sowas ist halt geringer, wenn du flügst. Du hast die ganzen alten Erntereste und hast du nicht halt alles. Da haben sie bei, ich weiß nicht, bei landwirt.com mal eine Studie gemacht. Und auch der Unkrautdruck ist geringer, wenn du flügst, weil du dann ja sozusagen das Unkraut, was oben schon am Wachsen ist, dann einmal komplett nach unten drückst. Na, Alter, aber kurz zu dem, da haben sie einmal gehabt bei landwirt.com einen, ja, mit dem halt, mit dem studierten, keine Ahnung, Agrarwissenschaftler oder was das genau ist. Ja. Die haben sozusagen Tests, die machen immer so Tests und die hat da haben sie festgestellt, es das Sinnvollste ist, wenn man sich nicht auskennt, ist das Pflügen. Weil beim Grubern musst du viele Faktoren beachten. Ja. Und wenn du beim Pflügen ist es komplett wurscht. Beim Pflügen hast du immer den gleichen Ertrag. Sie haben nämlich beim Grubern, im Endeffekt kriegen sie, wenn du ein es kommt immer, beim Grubern kommt es nämlich viel aufs Wetter an. Ja, angeblich. Dass der Boden ordentlich durchlockert. Der muss relativ trocken sein, sollte. Ja. Sonst verschmierst du das ja sozusagen nur. Genau. Und das ist. Und da hat er gesagt, ja, es gibt immer so eine Sache. Das Pflügen ist, wenn sich bei aus, halt, wenn sich kein, wenn man nicht so direkt auf die Faktoren aufpassen will, ist es das Sinnvollste. Aber wenn man auf die Faktoren aufpassen kann und auch sich damit beschäftigt, kann man mit diversen Grubarten, von der Scheibenecke, bleib stehen, ich baue Punkt, komm ich ab. Ich stell nur darüber, ne, der Fan ist jetzt noch an. Ja, lass ihn kurz, du kannst gleich abfahren. Oder ist das neben die Gefelder auch? Das ist dasselbe, oder nicht? Ja, das ist dasselbe. Dann stellen wir nur rüber. Spritzen und düngern. Düngern. Und dann sozusagen, man kann mit teilweise, weiß nicht, mit einer Scheibenecke, kannst du genau dasselbe erreichen, wie wenn du es mit einem Pflug machen würdest im Vorjahr. Es kommt halt immer darauf an, wie genau das Feld jetzt gerade, wie das zustande ist und was für ein Gruberschar du benutzt. Da gibt es auch unterschiedliche, da gibt es ja die Geraden, dann gibt es die Flügelschare, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Ja, es gibt zig verschiedene. Ja. Und da ist halt die Idee dahinter. Warte, ich fahre. Okay, ich fast. Nur 94, dann kann ich den auch wegbringen, den Hänger. Ja, das ist am sinnvollsten, weil dann stellst man einfach hin und ja, du wirst ja noch mal rauffahren müssen, schätze ich fast. Wirst ja voll werden. Das nächste fällt dann auch mit Strom? Ja, machen wir auch gleich. Wir brauchen Geld. Ist sinnvoller, weil sonst haben wir da ein bisschen wenig. Ja. Ja, minus rumhaken ist nicht so schön, ne? Na, und dann sollte es mit dem, dass das Pflügen zwar gut ist und noch immer die Methode ist, wo du den konstantesten Ertrag hast, über die Jahre hinweg gesehen, aber wenn du richtig grubern tust, kannst du das gleiche erreichen und du brauchst weniger Sprit im Endeffekt. Die Kosten sind geringer. Allerdings beim Pflügen halt, du willst ja das Unkraut wirklich weg haben, das kriegst du beim Grubbern nicht wirklich, da brauchst du mehr Spritzmittel und Spritzmittel will man ja vermeiden. Ja, kommt drauf an. Auch wegen Image vor allem. Ja, aber es ist immer so eine Sache, keine Ahnung. Was wir sonst alles fressen oder mit einer aber halt benutzen. Ja, das stimmt. Da regen wir sich mit ein bisschen Spritzmittel auf, halt, Entschuldigung. Ja, es ist ja auch einfach so.
auch immer, was da für Videos teilweise gemacht werden. Jetzt kursiert ja auch hier so ein Kram rum, dass irgendwie so Schweine bis zu den bis zum Bauch fast in der Gülle stehen. Ja. Aber die Schweine sind von oben bis unten komplett sauber. Okay. Also halt bis zum Bauch sauber. Und wenn sie wirklich so in der Scheiße stehen würden, dann würden sie komplett schmutzig sein. Ja, die genau. Wälzen sich ja drinnen. Ja, und auch, das gibt's bei Kühen auch schon, nur halt in den USA. Da haben irgendwelche Tierschutzorganisationen den Güllekeller geflutet. Mhm. Ja, es ist immer so eine Sache. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn du rechnest, was wir, wenn du zum Arzt gehst, was du da nachher für Zeug frisst, teilweise an Medikamenten, ja. Und dann regen sie sich auf, wenn Tiere Antibiotika drinnen haben. Ja. Weil sie krank waren. Oder wenn in der Milch nachher irgendein dummer Wirkstoff ist, der jetzt auf einmal im Körper nachgewiesen wird. Da gibt es ja jetzt gerade irgendein, gerade ganz aktuell ist das, irgendein, haben es festgestellt bei uns in Österreich, dass irgendein Wirkstoff in der Milch drinnen ist und den haben es vergessen sozusagen, dass die Milch wegleeren und bla bla und das darf nicht sein und da regen sie sich auf. Früher haben sie die Milch direkt getrunken, da hat es kein Nachbehandeln gegeben oder sonst irgendwas. Ja, ist so. Da haben sie das direkt von der Kuh getrunken und fertig. Milch. Und es ist auch keiner gestorben dran. Halt. Das ist und auch, es heißt ja auch teilweise, dass wir Landwirte Tierquäler sind. Ja. Yeah. Okay. Aber wenn du eine Kuh hast, die krank ist, die gibt sofort keine Milch mehr. Und was willst du haben? Milch. Und womit verdienst du dein Geld? Mit Milch. Ja, und das also, nächste ist auch noch, weiß nicht. Und auch Medikamentenkosten willst du ja auch sparen, so gesehen. Ja, das nächste ist auch mit Tierquäle, ist immer so eine gute Sache. Sie schreien herum, wenn du eine Kuh anhängst. Aber wenn nachher eine Kuh einen Bauern oder beziehungsweise auf einer Weide nachher einen Touristen, der dort vorbeigeht und vielleicht noch dumm mit der Kamera drauf hin fotografiert und sonst was macht. Dann auf die losgeht. Oder noch hingeht und streicheln will und so weiter und dann die Kuh geht auf den Touristen los, da regen sie sich dann auch wieder auf. Da muss die Kuh, weil dann hat die Kuh irgendwas gehabt. Früher hat man es einfach angehängt und gar nichts war und heutzutage regen sie sich auf, wenn wir es anhängen. Aber es ist auch nicht gut, wenn die Leute angegriffen werden. Naja, irgendwo muss. Es sind halt auch. Vor allem, die haben keine Ahnung, wie man mit solchen Tieren umgehen muss. Ja. Weil da gibt es einfach, genauso wie der Laufstall, wie du da teilweise, das wollen sie ja auch jetzt komplett verbieten, dass du Stiere anhängen darfst, irgendwie. Was? Ja, dass Stiere nicht mehr angehängt werden dürfen. Du meinst angebunden werden? Ja, ja. Das war von den Grünen bei uns, die wollten die Anbindestelle verbieten. Und dann haben sie aber gemerkt, dass ganz, ganz viele Ökobetriebe noch Anbindung haben. Ja. Und da haben sie es gelassen. Na, da geht es jetzt nicht um jetzt von den von Kühen her, sondern wirklich nur Stiere. Weißt du, wenn du hast, was nicht, irgendeinen Zuchtbullen, den in einer Einzel, den hängst du ja nochmal an, weil die sind ja teilweise so aggressiv, die Viecher. Es kommt drauf an, wenn sie lange gedeckt haben und dann nicht mehr decken dürfen, sozusagen, dann werden sie aggressiv. Und das sind halt so Sachen, wo du nachher denkst, ja, das wollte ich bieten und du denkst dann nachher, ja, die armen Land und die Landwirte sollen damit umgehen lernen. Ich gehe nachher nicht zu einem Bullen rein, der weiß nicht, 4 Tonnen fast hat oder sonst was, der nicht mehr angebunden werden darf. Oder Nasenring wollen es verbieten, das war ja auch eine Zeit. Nein, Nasenring ist Pflicht, weil damit kannst du dich wehren. Wenn er losgeht, packst du ihm Nasenring, dann ist er ruhig. Ja, und das wollten sie auch verbieten eine Zeit lang. Oder wollen es noch verbieten. Das ist sowas, wo du da denkst immer, boah, Leute, arbeitet einmal mit so einem Tier und dann. Aber bei uns läuft der Bulle auch komplett mit frei rum. Ja, sicher, es geht. Wenn du einen halbwegs. Lange Arbeit hat, ist er auch ganz ruhig. Ja, und so, solange du halbwegs einen ruhigen Bullen hast, das kommt ja auch drauf an, immer was für einen. Es gibt, der eine Bulle ist so und der andere ist so. Natürlich, der Bauer weiß eh, wie sein Viech ist. Aber, ja, er muss halt auch damit irgendwie umgehen. Und da ist es halt besser, wenn ich sage, da binde ich ihm lieber an. Wenn ich weiß, das ist ein Aggressiver, also ich muss ihm, darf ihm nicht anbinden, weil das ist ja der Tierverletzung und mein Tierschutz und bla bla alles. Aber wenn die Bauern angegriffen werden, ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber wenn dann irgendwie Touris wieder angegriffen werden, dann ist wieder Hölle los. Holland in Not. Genau. Das sind manchmal so, leider so Themen, was mich ein bisschen aufregen. Obwohl, so auf solche Themen sollte man auf YouTube eh nicht ganz ansprechen.
Deswegen werden wir auch den Part vor heute beenden und wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Part LS13. Bis dann, tschüss, schönen Tag noch. Ciao.